Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thimbleweed Park mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und ja, müssen irgendwie durch diese Schutztür da durch. Ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen selber weitergespielt, habe ein bisschen rumprobiert. Und ja, ich gebe es zu, ich habe wieder bei der Hilfe-Hotline angerufen. Aber nachdem dann die, ja, der erste Hinweis gekommen ist, war die Sache relativ zügig klar. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht so lange drum rumreden. Denn wir brauchen den Ransom und wir machen... Was der Ransom halt so gerne macht. Wir machen ein bisschen Randale. Ja. Ich habe nämlich... Guck mal, was wir hier Hübsches haben. Ich habe das Zeug überall ausprobiert. Nur nicht hier. Ja. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Einmal den Sprengstoff an die Tür. So, jetzt müssen wir das Zeug nur noch zünden. Und da haben wir ja den Hübchen. It's the official Ransom the Clown Candy Barfer. It's supposed to dispense one piece of candy each time you use it. But it emits deadly sparks instead. Tja, das ist doch genau das, was wir dann brauchen, um das C4 losgehen zu lassen. Gucken wir mal, ob das klappt. Und klick. Nö. Au. Take cover! It's gonna blow! Ja. Okay. Der war ein bisschen armselig, die Explosion, aber was soll's. Gut. Ja, so einfach ist es letzten Endes. Weiter habe ich auch gar nicht gespielt gehabt. Wobei das eigentlich mit dem Bonbonspender nicht unbedingt funktionieren dürfte, weil das C4 normalerweise, glaube ich, doch ein bisschen, oh. So weit weggelaufen sind sie. Macht nichts. Ja, normalerweise ist C4 da doch ein bisschen, genügsamer, was die Stabilität angeht. You will never defeat me! My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you! Help me! Please! Help me! Oh, okay. I have become one with Pilotron 3000! And you are all doomed! Help me! Please! Help me! Okay. Was haben wir denn hier nochmal? Bankprospekt? Nee. Ich fürchte fast, da werden wir ein bisschen geistige Hilfe brauchen. Weil der müsste doch in der Lage sein. Ah genau, da können wir die Blume nehmen. Ich habe so einen Plan, was wir machen können. So. Und zwar, wenn wir jetzt die Landkarte nehmen, einmal zum Hotel. Wir müssen hier irgendwas, was in der Nähe des Grabes, glaube ich, gefunden wird, benutzen. Zumindest, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Jetzt gucken wir mal. Oder nee, ich glaube, es war ein lebendes Objekt. So. Penthouse. Weil offensichtlich ist ja des Dingens Moment. Also ich gehe davon aus, wir werden wahrscheinlich den brauchen. So, wenn wir jetzt die Blume hier nehmen. A mysterious force must be holding it in place. Mhm. Das funktioniert nicht. Okay. Gut. Dann müssen wir wohl doch zur Fabrik. Ich hätte jetzt gedacht, wir können das da irgendwie austauschen und dann irgendwie mit dem Franklin da rein. Help me, please, help me! Hm? You will I'm not going in there. Okay. Da ist ein Knopf. I can't reach that. So. My evil computer control. Okay, gut, dann müssen wir das da irgendwie abschalten. Wahrscheinlich wird das irgendwie hier drinne gehen. Hm. Und ich gehe immer noch davon aus, dass es irgendwie in diesem Adventure sein muss.
So. Ja. Moment, also ich gehe in eine dunkle Kammer. Siehst dein Licht, als ob Speere in deiner Laterne glitzern. Wird aufgespießt, bevor du reagierst. In der dunklen Kammer, das Blut tropft aus deinen Venen. Ja, toll. In die Dunkle geführt, hattest du eine Wahl oder wurde für dich gewählt? Als dir alles klar wird, gewinnt der Tod und am Ende hast du nichts. Fabrikstatus. So, die Roboterhalle und die Laserhalle sind beide tödlich. Die Frage ist, wie wir das Zeug ausgeschaltet kriegen. Kann der Ransom da vielleicht durch? There is no way to get by my computer-controlled robot. I can't reach that. I'm not going in there. I have become one. Okay, der geht da auch nicht rein. Wen haben wir denn noch? Unsere FBIler. So. I have become one with. Nein. Help me, please. I'm not going in there. Können wir denn da irgendwas benutzen? Werkzeug mit? It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. What a great hat. Können wir den benutzen? You will never defeat me. I'm not going in there. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, dear. Was bringt mir dieser olle Hut? What a great hat. Okay, das ist komisch. Moment, wenn ich dem Pferd der Dolores gebe? Vielleicht bringt mir das ja was. Thanks. So. Wenn die den aufsetzt, funktioniert das? Oder ist das nur ein... Ja, irgendwie... Da können wir auch nichts Tolles machen. Ich kann hier auch nichts anklicken oder sowas. Help me, please, help me! Okay, wir müssen irgendwie, na, der Clown, der kommt auch nicht rein. Ja. Ich will jetzt nicht schon wieder die Hilfe in Anspruch nehmen, nur weil ich jetzt eines... My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you! So. Ooh, I'm not going in there. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, dear. Durchgang, sicherer Tod, sicherer Tod, sicherer Tod, Knopf. You will never defeat me. Können wir den einfach so drücken? Mal gucken, was passiert. There is no way. I can't reach that. Ja, und ich bin mir fast sicher, weil wir haben an diesem ollen Terminal hier noch gar nichts gemacht. So, und hier kann ich nichts tun. Ich kann höchstens noch Tic-Tac-Toe spielen, aber, was ist jetzt hier? Programmierung SR1? Nee, das Passwortbuch. So, ja, da haben wir wieder die tollen Sachen. Ja, CompuServe, da habe ich gestern jetzt wieder bei der Tagesschau vor 20 Jahren gesehen. Da ist CompuServe von AOL übernommen worden. Heieieiei. Ja. Da war was. So, was haben wir denn hier? The Source. Aber da ist ansonsten auch nichts drin, was mir helfen könnte. Ich hatte jetzt gehofft, dass da irgendein Hinweis zu dem tollen Spiel drin steht, aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Moment, probieren wir es nochmal. Ich will das nochmal nach hinten. Nach Westen, Westen, Norden. Und hier.
Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Ja. Okay. Bringt auch nichts. Ist eigentlich so ein Klassiker, wenn man dann oft genug draufklickt, passiert irgendetwas. Nee, nee, nee. So, und da hoch kommen wir auch nicht. Öffnung ist zu hoch, Öffnung ist zu hoch. Mhm. Wenn ich hier lang genug stehen bleibe, passiert wahrscheinlich auch nichts. So, und dann bleibt eigentlich nur noch Tic-Tac-Toe. Der mir aber auch nicht, das mir aber auch nicht weiterbringt. Die Wachen sind gut, die. Ja, aber wie komme ich da in die Steuersoftware rein? Da muss es hier im Adventure irgendeinen Weg geben, aber. Ich kann hier auch nichts klicken oder sowas, weil wir sind ja. Ja, da sind wir ja mittendrin, ne? So, wenn ich jetzt nochmal nach unten gehe. I have become one with Pillotron 3000! Ja. You are all doomed against the AI power of Pillotron! Was passiert, wenn wir jetzt eigentlich mit allen da runter marschieren? I have become one with Pillotron 3000! So. Komm, du auch. I have become one with Pillotron 3000. Und du auch noch. Was sagt eigentlich, gibt's eigentlich irgendwas Neues hier? Nö, durchsuche die Fabrik weiter. Okay, gut, dann müssen wir da tatsächlich runter irgendwie. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you. I'm not going in there. You will never defeat me. Tja. Gut. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. I'm not going in there. So. Ja, toll. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal telefonieren. Ich krieg die Krise, krieg ich gleich. So. Welcome back to the Hintron 3000. Ja. How can I help you? Ich brauche immer noch einen Tipp, weil es irgendwie gar nicht gescheit läuft, weil irgendwas müssen wir da drin doch machen können. Ich brauche ein Tippsbuch. Hilfe Roboterarme, das trifft's gut. Use the computer in Chuck's office. Ja, toll. Try playing the adventure game and see what happens. Aha. Ja, da waren wir auch schon. Aber irgendwas müssen wir da doch dann noch weitermachen. Thank you. Goodbye. So, okay, ja. Adventure-Spiel, das habe ich auch schon alles ausprobiert. So, ich erwache in einem dunklen, klammen Raum. So, jetzt gehen wir einmal nach nach Norden. Gibt es keinen Weg. Aber warum kann ich das auswählen? So, jetzt gehen wir einmal nach Westen, dann nach Norden. Jetzt untersuchen wir die Malereien. So. Dann wieder zurück. Nach Osten. Jetzt sind wir wieder im Korridor. So, und dann sind wir hier nochmal. Wenn wir jetzt hier nochmal nach Osten laufen. Genau. Und was macht eigentlich das hier für einen Unterschied? Dieses Ende gibt mir zu denken. Und wenn ich hier nochmal hingehe, bringt auch alles nichts. Also es, ich komme aufs selbe raus, aber ich weiß nicht genau, wie ich da jetzt weitermachen soll.
Weil hier sterbe ich. Zack. Und warum habe ich hier drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten? Probieren wir es nochmal. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwas daraus sagen oder so. Weil der... You will never defeat me. I'm not going in there. Ja. Help me, please, help me. Ich würde gern mit dir reden, Chuck, aber irgendwie, You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, DM. I have become one with Pillowtron 3000. So, was bringt man das hier jetzt? And you are all doomed. Der Hut bringt man genau nichts. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you. Was für Arme sind das? You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, DM. Alles sicherer Tod. I have become one with Pillowtron 3000. So, ich will das noch mal kurz das. And you are all doomed. Ja, ich will noch mal das Wort mit den Armen hören. You will never defeat me. Ja, habe ich auch schon gehört. There is no way to get by my computer controlled robot arms of death. Das bringt alles nichts. Also wir waren im Adventure drinne, das leck. Ich hab keinen Bock da drauf. Menschenskinder nochmal. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Yeah. Welcome to the fully automated Hintron 3000. So, erstmal ein Tipp. So, ich brauche nochmal die Roboterarme. Das Tippsbuch haben wir ja gefunden. There is a hint in Chuck's journal. It's about the text adventure game. Mhm. Thank you. Goodbye. Okay. Ein Hinweis im Tagebuch. Gehen wir nochmal nach vorne. So. Ach, Moment, da war doch noch diese eine Nummer, die... Da ist es. Ich muss noch mal gucken, wo das war. Nee, das war es nicht. Moment, aber da hat er doch... Irgendwo hat er doch geschrieben, dass er dann da die Hinweise versteckt hat. So. Das war eine Reihe von Mysterien, Anzahl. All meine Annahmen über sie sind... Die Welt sind absolut korrekt. So, Thimbleweed Park hat 80 Einwohner, aber 3000 Leute im Telefonbuch. So, da fängt er jetzt an zu zweifeln. Wir werden beobachtet, ja. Tief unten im Text-Adventure und nicht mit uns vernetzt ist. So. Nur auf die Oberfläche. Ich muss noch tiefer. Je tiefer ich bin, desto weniger können sie mich sehen. Sie achten nicht darauf, was unten passiert. Sie achten nur auf die Oberfläche. Okay, ist es das vielleicht? Hm. 5205 war das, ja. Der Investor, noch ein Neustart. Genau, Hinweise geben. Irgendjemand, wenn es irgendjemand dran sieht. Es gibt nur einen Weg, es tut mir leid, Unwissenheit macht glücklich. Wenn ich nur unwissend
wäre ich nur unwissend geblieben. So, ja. Dass sie nicht finden, sie müssen denken, es sei ihre eigene Idee gewesen. Okay. Gut, dann müssen wir irgendwie in dem Text-Adventure weiter. Aber die Folge ist auch schon vorbei. Da werden wir in der nächsten Folge nochmal das Ganze ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich meine, so viel können wir da drin ja gar nicht machen. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Aber irgendwo dort und in den Unterlagen von Chuck muss die Antwort liegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!